Raiffeisen-Tour 2018, heute in Essen bei einer ganz neuen Genossenschaft, der größten deutschen Apothekergenossenschaft Noveda. Neben mir Herr Kuck, Vorstandsvorsitzender der Noveda. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wer ist Genossenschaftler? Der Apotheker ist Genossenschaftler bei euch als Genossenschaft. Ganz richtig. Der Apotheker ist Mitglied der Noveda. Wir haben insgesamt über 9200 Apothekerinnen und Apotheker, die Mitglied unseres Unternehmens sind. Ihr macht aber hier vor Ort in Essen, ist die Zentrale der Noveda. Genau. Aber ihr habt hier auch ein Auslieferungszentrum, wo eben nach Bedarf die Medikamente an die Apotheken geliefert werden. Richtig. Es ist einerseits die Hauptverwaltung, andererseits ein großer Betrieb, sogar der größte in Europa von den Lagerhallen her. Okay. Mit über 12.000 Quadratmeter Fläche. Wir haben den Anspruch, in jeder Apotheke innerhalb im Durchschnitt spätestens in 2 Stunden zu sein. Okay. Und stellen damit eine unglaubliche Schnelligkeit her. Und das geht natürlich nur, indem wir in ganz Deutschland Auslieferungszentren unterhalten. Insgesamt sind es 21 in Deutschland. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, das ist der absolute Wahnsinn, seit so knapp 20 Jahren habt ihr euren Umsatz verfünffacht. Hilft da auch, dass ihr eine Genossenschaft seid? Absolut. Das erkennen immer mehr Apotheker, dass dieses genossenschaftliche Modell, wo man Einfluss hat auf die vorgelagerte Handelsstufe und Umsatz mit einem Unternehmen macht, das einem dann auch aus dem Umsatz die Dividende zahlt, dass das ein unglaublicher Vorteil ist. Alles, was hier erwirtschaftet wird, gehört den Apotheken in der einen oder anderen Weise. Das ist ja das Geniale am genossenschaftlichen Modell. So ist das. Herr Kuck, ich würde sagen, ich fände das mal spannend, da reinzugucken, wie bei euch so ein Ablauf ist. Im Lager, sagt ihr Lager? Ja, das sagen wir. Gut, im Betrieb. Dann gehen wir mal in den Betrieb. Sehr gerne. Okay. Und zuerst kommen die Aufträge elektronisch über das Internet. Dann wird der Lieferschein ausgedruckt. Und der Lieferschein wird dann, so nennen wir das, mit der Wanne verheiratet. Und ab dem Augenblick weiß der Zentralrechner alles über diese Wanne und steuert sie überall dorthin, wo die Medikamente und die anderen apothekenüblichen Waren aufgenommen werden müssen, irgendwo in der Halle. Die Wanne fährt zunächst mal dahin, wo die Medikamente lagern, die in die Wanne verräumt werden sollen. Also die Wanne weiß von selbst, wo sie hin muss und sich ihre Ware abholen muss. Dann ist es unterschiedlich. Zum einen gibt es Menschen, die die Wanne befüllen und die haben ein Gerät am Arm, mit dem sie sehen können, dass sie, ob sie die richtige Packung aus dem Regal ziehen. Denn man stelle sich das vor, sie legen das Falsche in die Wanne, dann kommt das Falsche in der Apotheke an, der Apotheker ist enttäuscht, der Patient ist enttäuscht und muss eventuell nochmal wiederkommen. Und die grüne Klammer zeigt dann der Mitarbeiterin ganz einfach, dass das die gerade ist, die in Bearbeitung ist. Ja, ja, klar. Ja, wahnsinnige Logistik. Ich habe gehört, 500 Leute arbeiten hier, ja? Ja, 500 Leute nur im Betrieb. Dazu kommen noch einige hundert hier auch in der Hauptverwaltung. Das sind schon eine Menge Menschen. Wahnsinn. Aber braucht ihr nicht noch einen Ausfahrer? Also, lieber Herrndack, wenn Sie das mal versuchen wollen, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Okay. Wollen Sie es mal versuchen? Ja, klar. Welche Kiste nehme ich denn? Ich kann ja nicht irgendeine nehmen, oder? Am besten nehmen Sie, ja, ich weiß nicht, am besten die nächste einfach, die rauskommt, würde ich sagen. Ah, da wollen wir doch mal hier schauen, wo geht die hin? Nordstern Apotheke. In Essen-Karnap. Ja. Kennen Sie die Apotheke? Die kenne ich, die Apotheke. Können Echt? Sie schöne Grüße bestellen. Mache ich gerne. Und viel Erfolg, Herr Andrak, ja, bei der Auslieferung. So. Wollen wir mal.